Eigentlich sehen diese Bilder ja recht friedlich aus. Doch der Schein trügt. Die Ära des Lichts ist in Gefahr und mutige Helden stürzen sich in die dunkle Dimension, um die Zerstörung der Menschheit aufzuhalten. Und damit herzlich willkommen beim Vorschauvideo zu Kingdom Under Fire Circle of Doom. Auffälligste Änderung beim neuesten Teil der Serie: Euer Held ist diesmal allein unterwegs und hat nicht mehr die Befehlsgewalt über mehrere Mitstreiter. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Gameplay. Statt einem Strategiespiel habt ihr nun ein Action-RPG. Damit aus dem Spiel allerdings kein reines Hack-and-Slay-Gemetzel wird, haben die Entwickler also einige Rollenspielelemente wie das Inventar und die Einstufung eines Charakters in Levels eingebaut. Die Monster begegnen euch außerdem meist eher in überschaubaren Grüppchen. Im Inventar legt ihr mit Y alles ab, was ihr Brauchbares in der Gegend rumliegen seht. Auch getötete Gegner lassen so einiges fallen. Mit Start erreicht ihr das Inventarmenü, indem ihr euch mit Waffen und Rüstung ausstatten und die Tasten LB und RB mit nützlichen Gegenständen wie etwa Lebensenergie aufbessernde Getränke belegen könnt. In jedem Spielabschnitt findet sich ein Areal mit einer Art Statue. Hier könnt ihr euer Inventar ablegen und Gegenstände kaufen. Macht ihr mit eurem Helden ein Nickerchen, trefft ihr auf Bekannte, welche euch von der Traumwelt aus weiterhelfen wollen. So wird auch der größte Teil der Story eines Charakters im Traum erzählt. Euer Mentor steht euch immer mit Rat und Tat zur Seite. Bei ihm könnt ihr auch verschiedene Fähigkeiten, die euch im Kampf weiterhelfen können, erlernen. Gelben Ölpapier. Obwohl ich weder Sonne noch Horizont sehen konnte, war der Himmel hell wie am Mittag. Gerade im späteren Spielverlauf kommen die Rollenspielelemente von Circle of Doom zur Geltung. Hier müsst ihr darauf achten, welche Waffen ihr benutzt, um kleinen Holz aus euren Widersachern zu machen und wann ihr diese einsetzt. Ist die blaue Ausdauerleiste unten links nämlich leer, könnt ihr keine Aktion mehr ausführen und müsst warten, bis sie wieder aufgeladen ist. Ebenso solltet ihr immer ein Auge auf die rote Gesundheitsleiste werfen, um diese im richtigen Moment wieder zu regenerieren. Bei einem Levelaufstieg erhaltet ihr Erfolgspunkte, mit denen ihr Gesundheit, Ausdauer und Glück vergrößern könnt. Glück bestimmt, wie viel Geld und Gegenstände die Gegner verlieren und wann und wie oft eure Spezialfähigkeiten eingesetzt werden. Optisch gibt es bei Kingdom Under Fire Circle of Doom außer ein paar Rucklern während der Kämpfe nichts zu meckern. Vor allem die malerischen Landschaften haben es mir angetan. Die Steuerung benötigt, genrebedingt, etwas Einarbeitungszeit, ist aber durchaus gut gelöst. Die manuell justierbare Kamera bewegt sich momentan noch viel zu langsam, was einem im Kampf oft Nachteile verschafft. Der Soundtrack des Spiels ist angenehm und hält sich oft im Hintergrund. Nur die nervige deutsche Synchronisation stört noch. Wenn nicht noch irgendwas total schief läuft, erwartet uns mit Kingdom Under Fire Circle of Doom im Februar 2008 ein spaßiges Action-RPG für Xbox 360.